So, heute zeige ich euch ja meine Projekte. Projekte ist relativ, weil manche Sachen sind fertig, manche Sachen sind angefangen, manche liegen schon 2 Jahre rum, manche sind auch nur geplant oder bedingt fertig. Es wird ein langes Video, also spult einfach, wenn ihr wollt oder wenn euch was nicht interessiert, schaut weiter. Und dann melde ich mich nachher nochmal. Bis dann, ciao. Wir haben hier einmal eine Schnecke, die war von SpongeBob Schwammkopf, meine ich. Der Gary, genau. Das war auch schon ein paar Jahre her, dass ich den gemacht habe. Den habe ich gestern wieder gefunden und fand ihn eigentlich ganz schnuffelig. Die Augen sind hier fest. Gibt es hier, das ist ein bisschen groß, warte mal, ein Seepferd. Seht ihr das so? Seepferdchen, kleiner Seestern, der Ringelschwanz, da ist ein bisschen Draht drin, dass man den drehen kann, biegen, den so kleine Flossen. Klubschaugen und eine kleine süße Schnauze. Und das ist, glaube ich, Merino-Wolle. Also das ist auch fertig und liegt eigentlich nur hier rum. Also falls sich jemand dafür interessiert, einfach melden. Haben wir hier einen kleinen Meermann. Mark Makrele habe ich den getauft. Auch so ein bisschen gehoben. Eine kleine Schwanzflosse, Patscheärmchen, also Muschelhaar in Hellblau, kleine Nase hat er. Passend zu dem habe ich auch eine Schildkröte gemacht, die ist aber schon weg. Da hat sich gleich jemand dafür interessiert und hat die weggeschnappt. Die steht jetzt auf einem Aquarium bei einer Schildkröte. Und genau die gleiche Wolle wie bei der Seeschnecke hier. Eine kleine Ratte oder eine weiße Maus mit dem Schal. Rosa Bäckchen. So ein Rattenschwanz darf natürlich nicht fehlen. Schlappöhrchen. Dann zeige ich euch jetzt gleich die große dazu. Die ist allerdings nicht fertig. Das wäre das hier. Passt gar nicht ganz drauf. Ein Arm ist auch schon fertig. Das sollte mal eine Erdbeere werden. Fehlt jetzt noch der zweite Arm. Dann würde hier so kleine Erdbeertupfen drauf kommen. Und an der Mütze würden noch so grüne Blätter dran kommen wie bei einer Erdbeere und ein kleiner Stiel. Die liegt jetzt, glaube ich, seit letztem Jahr, liegt die in meinem Schrank und wartet auf ihre Vollendung. Ich komme im Moment einfach, ehrlich gesagt, nicht dazu. Und das ist die große Variante und das sind die kleinen. Ja, also sieht man schon einen deutlichen Unterschied, auch vom Arbeitsaufwand her. Genau, immer so im Vergleich. Nächstes zeige ich euch, wo wir gerade bei den Puppen sind. Hier die fertige Narrenpuppe. Das sind jetzt die Quellhexen. Die hat noch einen kleinen Besen. Den hier. Den binde ich dann halt an den Arm oder an die Hand. Genau, und eine kleine Schürze. Ein Rock mit einer typischen Hexenunterhose mit den Rüschen dran. Das ist eigentlich das, was ich neulich meinte in dem Comeback-Video, was ich hauptsächlich im Moment mache. Für die verschiedenen Zünfte mit verschiedenen Kostümen. Das Prinzip ist immer gleich. Eine Mütze habe ich ans Kostüm angepasst. Und der Rest natürlich. Ja. Das wäre jetzt ein schwarzer Rock, schwarzes Oberteil, eine rote Schürze, Ringelsöckchen, Strohschuhe. Und da gibt es ganz verschiedene Varianten.
Die Bilder habe ich auf meiner Facebook-Seite gepostet. Wer sich dafür interessiert, einfach Knidikus eingeben in Facebook, dann kommen die ganzen Bilder. Vor 4-5 Jahren angefangen. Einer ist auch fertig. Ein Pilz. Sehr umgekippt. Ein Mushroom, Pilz, ein Fliegenpilz. Der kann auch stehen. Eigentlich. Müssen wir ein bisschen hinbiegen. Dann bleibt er auch sitzen. Mit so kleinen Ärmchen. Blättern oder Moos als Füße. Das hier ist die unfertige Variante davon. Da gab es 3 verschiedene. Ich bin bis zur 1,5 gekommen. Wie ihr seht, der wurde noch nicht ganz fertig. Damals ging mir die Wolle dann aus. Und irgendwie habe ich nie geschafft, die weiterzumachen. Keine Ahnung warum. Ich finde die eigentlich ganz putzig. Aber wenn man die dann so auf eine Fensterbank stellt im Herbst oder so, zu dritt, muss man gucken, ob ich die Anleitung noch finde, dann kann ich die mal fertig machen. Ich stehe auf Elfen an so Sachen. Also eine kleine Elfensocke gestrickt. Die hing auch bei mir im Auto und am Schrank und überhaupt überall am Schlüsselloch an Weihnachten. Ich fand die einfach klasse. Das könnte man jetzt auch an einem Baby anziehen, also das ist eine richtige Socke. Ja. Kein so Deko einseitiges Ding. Ja. Aber so als Deko-Zweck finde ich die eigentlich ganz goldig. Weil sie auch nicht zu groß sind. Oder auch ein Tischbaum, also Weihnachtsbaum oder sowas. Ja, ich finde sie goldig. Die gebe ich auch nicht her. Die bleibt hier. Ich habe mal von der Susanne aus Hamburg, jetzt heißt sie Kreativguru Susanne, bei YouTube, also Glitzerwolle bekommen. Habe hier auch was damit angefangen. Leider habe ich es noch nicht geschafft, das fertig zu machen. Kann ich mal so ein bisschen hintrapieren, glaube ich, was es werden soll. Also man müsste jetzt nur noch ausstopfen und zusammennähen, aber ich hasse es, Wolle zu vernähen, weil das macht keinen Spaß. Ja, das sind die Beinchen. Nur so sieht es besser. Das käme dann so. Kopf, Körper, Beine, Arme. Das hier müsste ein Ohr sein. Da müsste ich noch irgendwo ein Ohr haben. Das, keine Ahnung. Das da käme noch dann in die Ohren, so als Highlight. Ein weißer Kringel auf dem Bauch. Aber was das dann war? Keine Ahnung. Vielleicht ein Schwanz, ein Schwänzchen. Das könnte sein. Genau, also den müsste ich noch ausstopfen und fertig machen. Irgendwo müsste auch noch das zweite Ohr sein. Den mache ich auch mal noch fertig. Ist ja eigentlich so weit, so gut fertig. Dann hier mal angefangen mit Topflappen. Das war auch so ein Projekt, weil ich grünes Topflappengarn hatte. Ja, braucht man nicht. Kann jeder selber entscheiden. Einfach mal so ein Projekt, wo man dann viel überlegen muss. Einfach immer entlang häkeln, dann wird es immer größer und irgendwann hört man auf. Fertig, der Lack. So. Könnt ihr es erkennen? Ich sag mal nichts dazu. Wer es erkennt, postet es mir in die Kommentare, was ihr seht. Ich sag dann, ob es richtig ist oder nicht. Aber auf jeden Fall sollte es mal so ein Untersetzer werden für ein Glas. Aber auch nur ein Testversuch, weil die Wolle viel zu dünn, das ist so Acrylwolle, das taugt nichts, ihr seht doch, das kommt völlig aus der Form hier. Und dann zeige ich euch was, auf was ich ziemlich stolz bin, was aber leider auch nie fertig wurde. Das hier, ich probiere es mal ein bisschen auszubreiten. Das sollte mal ein Schal werden, der Mitte in dieses keltische Muster. Ihr kennt es ganz gut so. War eine Heidenarbeit. Ne? Und dann jetzt hier an der Seite würde das jetzt noch nach links gehen, hier nach rechts. Und dann hatte man so einen Schal, auch Sockenwolle von Wolle Rödel.
Die gibt es immer dort. Von dem her. Vielleicht habe ich mal noch die Chance weiterzumachen. Ich weiß dummerweise in der Anleitung nicht mehr, wo ich war. Das ist immer ein bisschen blöd. Ja, wir gehen jetzt das nächste Muster dran. Aber vielleicht machen wir den einfach nochmal neu mit einer festeren Wolle und bleibt dann dran. Dann habe ich hier noch was. Das fahre ich euch jetzt einfach mal durch. Durchs Bild. Hier fängt es an. Das ist so dunkelbraun, Mikrofaser. Da kommen so Herbsttöne, so ein Verlauf dran. Und die Seite, das ist schöner. So. Ja. Das wird dann immer breiter. Breiter, breiter, breiter. Und es wird dann, wenn es mal fertig wird, so ein Schaltuch. Jetzt, ihr seht, es wird wirklich groß. Ja. Und es wird oben. Wenn man weitermacht, wird es so asymmetrisch. Ja, dann mal so ein Langzeitprojekt. Oh, da wäre ich gut. Dann gehen wir die Maschenflügel, die muss ich gleich aufräumen. Ja, also bevor ich mit den Puppen angefangen habe, gedacht ich, okay, komm, kalt, ich mache mir eine Mütze. Ja, ich kam genau so weit. Ja. Also ihr seht hier unten ist die Öffnung. Hier ist so ein tolles Zopfmuster drin, auf einer Seite. Ein Perlmuster geht ringsum. Also viel hätte nicht mehr gefehlt. Ja. Ihr seht, hier geht es dann zu. Aber A, habe ich gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und B, wurde es dann warm und die ganzen Puppen kamen dazwischen. Also das werde ich nochmal aufmachen und im Herbst oder so nochmal neu anschlagen. Dann zeige ich jetzt mein Projekt neben den Puppen, was ich so nebenher noch mache für die Alex. Die Alex kenne ich von Facebook, auch schon, ich glaube, mittlerweile 5 Jahre, keine Ahnung. Sie hat mich mal angeschrieben, weil wir in der gleichen Gruppe waren und hat gefragt, ob sie mich anfreunden darf auf Facebook und so. Und seitdem haben wir eigentlich immer einen regen Austausch. Und ich sag mal so, Facebook-mäßig ist eigentlich meine beste Freundin. Gesehen haben wir uns noch nie, wir haben noch nie gesprochen, nichts. Wir machen öfter mal in ihrer Nähe Urlaub, aber irgendwie haben wir das noch nie hinbekommen. Und zwar wird das keine Mütze, sondern das wird so ein Kaul. Ja, ihr seht, das ist rund. Das wird jetzt nach oben gestrickt, in verschiedenen Streifen, Farben. Und dann wird es so ein Schal, also wie so ein Kragen im Prinzip. Jetzt haben wir da einmal die helle Wolle, das finde ich ganz toll. Dann kommt jetzt ein dunkler Streifen, dann kommt wieder ein heller Streifen, dunkler. Und dann gibt es als Effekt, weil das ist ja relativ eintönig, noch diese Farbe dazu. Das zeige ich euch auch im Laufe der Zeit, wie sich das entwickelt. Da bin ich selber ganz interessiert, sehr gespannt, wie es aussieht. Und das kommt dann nachher dazu. Das ist so ein Verlaufgarn. Und das zeige ich euch dann später. Die Wolle übrigens ist von Schachenmeier Regia, wer sich dafür interessiert, Sockenwolle. Genau. Ich zeige euch dann einfach mal die verschiedenen Muster, die sich gerade ergeben. Und diese Wolle kommt, haltet euch fest, aus Irland, von der Gabriella, irishfairytaleyarns.com. Und zwar färbt sie die selber, ja, das ist eine Handfärbung. Und verschickt die in die ganze Welt. In diesem Fall wäre das Color I'm Different. Und ich denke, das trifft eigentlich ganz gut. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war jetzt ein bisschen länger als erwartet, aber ich hoffe mal, das ist okay. Ansonsten könnt ihr einfach spulen und vor und zurück und euch nochmal was angucken. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach oder schreibt es mir in die Kommentare. Oder schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei, Gnädikus. Genau, wenn irgendwas ist, meldet euch. Bis dann, ciao.